Pfingstreise, die erste. Auf, so sehen wir mal zu, ob es klappt. Jetzt fahren wir da unten mal entlang nach Fischbach. Okay, Fischbach. So, jetzt bin ich oben. So, das letzte Mal habe ich doch gesagt, man könnte Tunnel bauen in Deutschland. Das wäre auch noch ein Projekt, dass man zu dem Tunnel da unten, Frauenhauses Tunnel, noch einmal einen Fahrradtunnel baut oder sowas. Naja gut, okay, es ist ja nicht so schlimm. Also, für einen, der kein, wie heißt die, E-Bike, da ist es schon. Also für mich ganz einfach ist der Odenwald eigentlich nichts mehr. Okay. Nur noch im Mümmlingtal. Aber jetzt komme ich ins Gerspritztal. Wenn hätte ich diesen Blick verpasst. So ein bisschen diesig dahin. Das Krankenhaus von Umstadt. Und was ist das da? Eieiei. Weißt du das? Lenkfeld. Nee, keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Tja, müssen wir nachher gucken. Ich dachte, Lengfeld kommt ja da drüber, oder? Da kommt Otzberg. Dann kann doch das sein. Naja, gut, auf. Das geht jetzt nur noch bergab. Von da an ging's bergab. Jetzt wird es aber düster. Wie kann man dann Hering heißen? Ne? Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich hierher komme. Mist, jetzt ist die Sonne weg, jetzt wird es kühl. Das hast du ja denken können, oder? Naja, jetzt schon. Und jetzt? Keine Ahnung, jetzt bin ich mitten drin. Ach, da sieht man es, das ist. Wilsbach war das. Also hier bin ich gestartet. Pirelli. Veit. Das höchst. Ups. Dann da hin und rum. Das höchst. Schloss Nauses, Obernauses, da noch. Da habe ich gefilmt. Und da habe ich Wilsbach gesehen. Und da hinten umstellt das Krankenhaus. So. Also da waren wir da, nur noch geguckt und jetzt bin ich hier. Und ich glaube, das war's für heute auch. Das ist mir zu stürmisch. Ich gehe noch auf die Feste. Otzberg. Da lasse ich das auch ausfallen, wenn es jetzt gleich aufhört zu regnen. Ja, und dann rüber wollte ich eigentlich nicht. So. Man nimmt sich immer so viel vor. Ne? Naja. So. Eigentlich habe ich schon gar nichts vor. Dann bin ich ja wieder gut, dann fahre wieder zurück. Jetzt wollte ich nur mal gucken, wenn ich da oben jetzt entlang fahre, bleibe ich da auf der Höhe und komme da runter. Wo willst du denn hin? Da gibt es doch, da, Fisch. Nee, da komme ich hierher. Sag mal, wo ist das? Nicht zu finden. Ach, da rüber geht es, da ja. Und dann da runter, so wäre das. Wollte ich eigentlich wissen, ob ich jetzt von der Feste darüber fahren kann und immer oben bleibe. Verstehst du? Und dann dahin kommt zur Haselburg. Ich glaube, da muss ich doch nochmal ins Tal, oder? Und dann da runter. Oh jo, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Gerade so mal. So, das ist es nochmal von hier oben. Was steht hier? Rheinheimer Hügelland und Hanauer Senke. Da muss das dahinter jetzt die Hanauer Senke sein.
Oh, die Kamine sind, ne? Denke ich mal. So, okay. Und dahinter geht's zu mir in der Odenwald. Da rechts. Die Windräder. Aber Zugbrücke, so wie bei der Breuberg. Burg. Und da oben ist es Papa. Siehst du? So hatte die auch. Da haben wir es hochgezogen. Na, so ein Ding da. Wie bei uns daheim sozusagen. Ja. Nicht schlecht, gell? Da steht es. Nachdem ich jetzt mehr bei der Breuburg gelesen habe, konnte ich mich ja da auch mal ein bisschen schlauer machen. 1230. Pfalzgraf Otto II. Das war Kloster Fulda, war da drüben bei uns auch, siehst du? Dieses Kloster Fulda hat wohl da eine ganz entscheidende Rolle gespielt hier für die Odenwald und Umgebung. Verweist auf den Gründer der Festung, Ottosberg, 14. und 15. Jahrhundert. Naja, gut, ist da ohne. Aber das ist doch in 1230 und unser fängt schon 1100 noch was auf und geht nach Wertheim dann runter. Pfalzgraf Otto II. Auf Besitz des Klosters. Und die Breuburg, wenn mich nicht recht erinnere, geht es auch irgendwie über Kloster Höchst im Odenwald und dann kam der aus Lützelbach, der Reitz, und hat die Burg Breuberg gegründet. Und hier sind wir bei der Feste Otzberg. Vermutung ist, dass der Regen jetzt kommt. Ich glaub's ja. Ich hab's ja die ganze Zeit kommen sehen eigentlich. Ich kann mich erinnern, wir waren mal wandern und da haben wir die ganze Zeit beobachtet, dass da so eine Regenwolke war. Dann sind wir losgelaufen. Jetzt hat natürlich geplatscht. Aber richtig. Ich muss sehen, dass ich hier irgendwo hinkomme. Das wird doch Sinn. Oh, es geht ab hier. Hier kann man sich nirgendwo stellen, wird zugemacht da. Maskenpflicht. Ach, es ist einfach zum Ballen. Der Freund jetzt sicht's ab. Und da unten ist, glaube ich, eine Kirche, da gehe ich nochmal hier, vielleicht kann man sie auch mal. Ne? Oder wenn wir stehen bleiben. Schicksal. Und dann. Das ist ja mit so, was anderes sich an der Raum. Das ist doch irre, oder? Finde ich irre. In Berlin hätte es mich beinahe mal erwischt. Da wollte ich auf uns auf, da kam der Sturm, da wollte ich hin und die Freundin hat mich zurückgehalten. Und am nächsten Tag lag ein dicker Ast auf der Bank, wo ich mich wieder zu. Aber ein richtiger Kavenzmann. Watch. Das wäre nicht gut ausgehen. Nur dahin. Das ist nicht fantastisch. Boah, das Bild da noch. Wohin des Weges sprich. Also ich fahre dahin, wo es herkommt. Oder? Die Kirche so und so zu. Corona zu. Wollte ich schon nochmal runter gucken, jetzt stopp! So geht's doch nochmal zur Bergstraße rüber. Richtig zischt.
Wind. Windstille. Basalt. Wieder Basalt. Vierzehn achtzehn neununddreißig fünfundvierzig. Da sieht man wieder, überall sind sie. Und hier steht doch ein schöner Spruch, den wollte ich abfotografieren. Ne? So, so. Interessante Behauptung, ne? Oder? Aber ich gehe meistens hierher, um einen bestimmten Stein zu suchen. Ist es eigentlich nicht, denn ich nicht, der Stein, aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin, nehme ich den als Foto. Ach, da ist ja auch das allsehende Auge. Und die sind, haben was mit Schlossenhauses zu tun hier. Nee, gut. Deswegen bin ich hergegangen, weil ich das immer so als Beispiel erwähnen. Eisernes Kreuz hat er gar noch gehabt. Sein Schicksal, ein schreckliches Zeugnis aus schrecklicher Zeit. Da hat er gesprochen, das ist der entscheidende Satz davon. Koi erklärte im Gespräch mit Beschäftigten der Molkerei in Höchst, der Krieg könne nicht mehr gewonnen werden. Das war am 8.1.44. Du lieber Gott, da konnte er schon längst nicht mehr gewonnen werden. Und dann wird er festgenommen. Erstmal wird er verraten, festgenommen, verhaftet. Moabit nach Berlin. Volksgerichtshof, den kann man im Internet sich angucken. Da steht, also das ist schon eine üble. Gnadengesuch abgelehnt, Frau Schwägerin. Zack. Und dann am 3.7.44 hingerichtet. Also ich meine, das muss man schon mal zeigen, was hier abging. Ne? Und tja, mehr sage ich dazu auch nicht mehr. So, jetzt fahren wir heim. Muss ich noch sagen, das bin ich eben ein bisschen drüber weggewuscht, aber eigentlich ist es eine wichtige Sache. Er wird wegen dieser Äußerung beim Ortsgruppenleiter der innersten WAP denunziert. Das heißt, hier sind nochmal zwei Schritte. Einer hört's und geht weiter und teilt es einem offiziellen Organ halt mit. Und die zwei sind notwendige Zwischenstationen, damit es dann an den Kreis weitergeht. Man sieht also, wie das gestaffelt ist. Ne? Ich erwähne das deswegen, weil das eben erwähnenswert ist. Die Kleinen, die da sind, die sind notwendig, damit es dahin endet. Ne? Das wollte ich nur sagen. Da sind also drei Schritte. Ne? Einer hört es, der sagt es dem Kleinen, NSDAP, der sagt es dem Größeren. Der teilt es der Polizei mit. Und irgendwann sagt man, dann nimmt es halt seinen Lauf. Ne? Wenn es polizeilich ist, der müsste dann schon wieder die Sache umdrehen. Ne? Die da hätte es noch in der Hand gehabt wahrscheinlich. Irgendwie zu sagen, ich habe es nicht gehört, war schwerhörig oder so. Nein. Ich finde, das ist das Entscheidende.
mitentscheiden. Sind alle anderen sind auch noch entscheidend, aber die zwei oder die tun aber so zum Schluss, als könnten sie nichts dafür. Das wollte ich damit nur sagen. So ein Gedenkstein ist schon was Wichtiges. Da können nämlich andere, die das nicht mitgekriegt haben, wirklich mal lernen, was ein Nazi war. Ne? Ein richtiger verquollene Nazi. Da kann man es dann sehen, was einer ist. Da muss man da nicht nur irgendwelche dummen Sprüche machen. Also gut, ich muss nicht ins Dorf, nun, das ist schon mal gut. Da hat mich davor gekraust. Aber gut, das, die anderen Hügel waren auch nicht ohne, aber gut, es geht. Jetzt bin ich auf einer Ebene. Und da oben beginnt da hin, beginnt die hohe Straße. Thank you.